Hi Leute, schön, dass ihr wieder in unserem Zoo vorbeischaut. Gleich vorneweg, außerhalb des Videos hat die Schafzucht geklappt. Da haben wir ein Schafbaby bekommen. Mal gucken, ob wir das gleich heute für unsere Auswilderungsaufgabe hier benutzen. Und dann mal gucken, was wir sonst noch so machen. Erstmal machen wir wie immer alles ein bisschen abernten, ein bisschen sauber machen. Dann schauen wir mal. So, mal gucken, was das Glücksrad heute für uns hat. Okay, ein Waldgehegeteil nehmen wir mit. Na. Wollen wir jetzt mal ein bisschen Geld sammeln. So viel ist wieder nicht zu tun. Unsere fleißigen Helfer sind immer noch am Start hier. So, und das war's auch schon, ja. Genau. So, also das Zebra war für Diamanten. Steppentröge haben wir alles. Dann machen wir das Schaf. Da haben wir hier zwei Stück der Zucht. So, mal gucken, wie das geht. Auswildern. Eins. Genau. Ja. So. Okay, da kriegen wir gleich eine neue Aufgabe. Okay, kriegen wir gleich wieder neue Aufgaben und jede Menge. Ein Pferd züchten und auch wieder freilassen und ein Kodiakbär platzieren. Okay. So. Und hier bekommen einen Moosstein für Waldgehege. Den platzieren wir doch gleich mal. Waldgehege. Ah, kriegen gleich unsere Äffchen. So. Gibt es da gleich auch wieder eine Belohnung. So, da wir jetzt zwei Schafe übrig haben, können wir die auch gleich platzieren. Ah, ich vermute, die werden hier nicht reinpassen. Ah, eins noch. Mal gucken. Nicht genug Platz, okay. Zwei von zwei. Dann nutzen wir gleich mal die Gelegenheit, werden das mal versetzen und auf vier ausbauen. Machen wir mal die Häschen weg. Eventuell wird das Schafgehege ein bisschen größer, dass wir hier hinten den Platz mit nutzen können. Häschen kommen erstmal hier hoch vorübergehend. So. Jetzt die Schafe. Okay, auf vier Tiere haben wir gesagt. Gehege vergrößern. Noch zwei für einen Platz erstmal. So, jetzt passen drei rein. Das reicht noch nicht. So, wie sieht es denn bei den Ziegen aus? Bleiben die dann hier? Drei von drei. Die wären auch noch auf 4. Die bräuchten noch zwei Plätze.
Ja, dann hier und hier. Können wir für den Schafen hier noch eins? Mal gucken, wie das aussieht. So. Ach, brauchen noch eins. Nee, das ist doof, glaube ich. Nee, dann machen wir. Genau, mal erstmal woanders hin. Setzen wir die Pferde da runter. So. Okay, da habe ich nicht genau hingeguckt. Okay, dann alles ein bisschen weiter hochschieben. So. Unsere Schäfchen. So, also 2 von 3. Noch eins. Jetzt passen 4 Stück rein. Richtig, genau. So, gleich rein. Okay. Gucken wir mal. So, da ist erstmal das Spiel abgestürzt. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. So, wo haben wir denn stehen geblieben? Die Ziegen wollten wir wieder runter, eventuell. Müssen die Pferdchen erstmal. Oh, jetzt wird's chaotisch hier. Mal gucken. So, Ziegen. Okay, vergrößern. Gucken, ob wir das hier gleich ein bisschen ausfüllen. So, jetzt reicht es schon für 4, ja. Ja, 4 Tiere, okay. Machen wir noch so eine blöde Lücke hier. So, so geht das erstmal. Schafe. So, genau. Machen wir hier noch schnell ein bisschen Weg. Okay, so funktioniert das erstmal. Ja, schön. So, wie ging es denn jetzt nun weiter? Hausschwein züchten. Da haben wir keinen Stall. Nee, aber da bauen wir den doch gleich mal. Die wären hier die Hausschweine.
denke mal, er wird in der Stufe wohl nicht reichen. Stufe 2, okay, dann starten wir schon mal ein Upgrade. Oh, das dauert eine Weile. Pandas züchten. Das, okay, das dauert noch ein bisschen. Ja, aber auch für Diamanten, glaube ich, genau. Steppentröge haben wir kein freies Gehege. Dann könnten wir hier ein Berggehege schon mal in Auftrag geben. Oh. Zack. Dauert auch eine Stunde. So, ein Pferd züchten. Oh Mensch, brauchen ganz schön viel Stelle hier. Den brauchen wir gerade für den Clubwettbewerb. Hier drüben brauchen wir auch für diverse Aufgaben. Ja, kaufen wir uns einfach noch einen, glaube ich. Ja, genau. Die waren ja noch relativ günstig für Grasgehege hier. Erstmal nur, damit das alles steht. Das richten wir später wieder alles ein bisschen schöner ein hier. Aber mal gucken, ob das für die Stufe... Stufe 2. Dann erhöhen wir heute erstmal alles ein bisschen. Dann können wir die dann auch später für mehrere Sachen gleichzeitig benutzen, ein bisschen hin und her schieben zwischen den Gehegen. So, wir hätten jetzt hier drei Tiere, sprich zwei hätten wir für die Zucht. Da könnten wir eins auswildern, ein Babypferd. Inventar haben wir keins zufällig, nein. Dann nehmen wir das. Auswildern. So. Okay. Schauen wir mal. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Hier der Kollege ist zum Beispiel noch alleine. Mal gucken, ob wir da einen dazu kaufen. Na, hier, genau. So. 10.000. Machen wir. Dass wir mal ein bisschen mehr Besucherpunkte hier bekommen. Gucken, ob wir gleich noch was haben, wo wir auffüllen können. Ich glaube, die hier waren für Diamanten. Oh ja, okay. Hier haben wir zwei. Das dauert. Nee, das sieht ganz gut aus. So. Genau. Dann nur noch ein paar kosmetische Sachen ein bisschen hin und her schieben und so weiter. Genau, da haben wir ja heute schon wieder einiges erledigt hier. Einiges in Auftrag gegeben. Müssen wir wieder überall ein bisschen warten. Dekorativ gucken wir dann nochmal, ob wir das noch ein bisschen hin und her schieben. Und ja, wie gesagt, das Ziel ist, dass in jedem Gehege vier Tiere Platz finden. Und dass halt nicht gar zu viele so eine seltsamen Lücken hier entstehen. Muss man mal gucken, dass man eventuell hier vorne so ein paar Lücken überall einbaut, dass man da die Shops ein bisschen platzieren kann und so weiter. Hatten wir ja gesagt, dass wir die ein bisschen aufteilen wollen, weil es die Reichweite nicht reicht. Weil wenn die Besucher ein bisschen weiter hier hinten rumlaufen und die Shops hier zum Beispiel zu weit weg sind, dann haben die so eine kleine Sprechblase und wünschen sich gerne einen Shop. So wie hier jetzt zum Beispiel, der Souvenirshop, aber der ist leider für Diamanten, da haben wir erstmal nur den einen.
Aber wenn wir sowas sehen, dann versetzen wir einfach mal einen Shop in die Nähe. Mal gucken, wie sich das ergibt. Genau. So machen wir das. Genau, dann warten wir jetzt die Zeit mal ab, bis das hier alles ein bisschen vorangeschritten ist. Und dann schauen wir mal, wie wir beim nächsten Mal weitermachen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis denne.